So, jetzt müssen wir erstmal ein Stalwart für Sicherheit sorgen. Look out! More of them by the fishery! Vorsicht, die noch mehr von ihm bei der Fischerei. Following your lead. Ogre, sie haben die westliche Palisade durchbrochen. We need help. This way. Wir brauchen Hilfe hier entlang. Stand fast. Reinforcements are here. Run. Kill us all. Okay, da sind noch ein paar. So, jetzt noch die Kanoniere weg. Darthir's fallen. Back to the Matron now. Und ich habe ihren Räuberanführer getötet. Dörfler, du, Renningate hat nach dir geschickt. Sie wird mit dir sprechen wollen. Ihr Haus ist gleich hier vorne, neben der Gräfenrast. Der Bote keucht und wedelt den Rauch vor seinem Gesicht weg. Katie's house is burning. Help, the hut's coming down. They're both in there. Klingt aber so, als ob noch jemand in dem Haus stecken würde. Das Dach dieser Hütte ist fast vollständig von den Flammen eingehüllt. Das Feuer lässt den Schnee in roten Farbtönen leuchten. Einige Balken sind nur glimmernde Skelette. Hinter der Schwelle der Hütte siehst du nichts als gequalmten Rauch. Das Feuer klärt brüllend das Holz hinauf. Die Luft fühlt sich dick und heiß an. Das Gebäude ist ein einziges Labyrinth aus Flammen. Dem Rauch zu trotzen und einen Weg durch das Feuer zu finden, wird eine Herausforderung. Selbst in die brennende Hütte gehen. Du springst über die brennende Schwelle und verschwindest hinter einer Wand aus Rauch. Im Inneren des Hauses hat das Feuer die Wände und Balken zerfetzt. Dichter Qualm füllt das ganze Gebäude. Man sieht kaum eine Handbreite vor den Augen, nur gelegentlich lodern irgendwo Funken auf. Ducken, um den Rauch zu entgehen. Du dringst durch einen dichten Vorhang aus Hitze und ruhst weiter vor. Die Hütte knarzt und ächzt, die Flammen werden immer größer. Ein Deckenbalken biegt sich durch und droht, einen in den Gang zu krachen. Aus nächster Nähe ist schwach eine Stimme zu hören, die um Hilfe ruft. Den Balken mit einem anderen Holz abstürzen. Du siehst dich eilig um, findest ein Stück herabgefallenes Holz, das vielleicht groß genug ist. Du ergreifst das Holz und stemmst es gegen den herabhängenden Balken. Die Schüsse scheint zu halten, vorerst. Trotz Rauch und Flammen bleibst du unverletzt und es geht unbeirrt weiter, vorerst. Du kämpfst dich weiter vor und gelangst endlich in einen größeren Raum. Links ist ein Mann zu sehen. Er war es, der um Hilfe gerufen hatte. Er steht gefangen hinter einem Vorhang aus Flammen. Die Arme erhoben, um die Hitze abzuwehren. Es könnte unmöglich sein, zu ihm zu gelangen, ohne vorher die Feuer zu löschen. Rechts liegt eine bewusstlose Frau zwischen einem Haufen Schutt, der wohl einmal das Dach war. Sie ist klein, aber der Schutt, unter dem sie gefangen ist, sieht schwer aus. Rauch steigt nach oben in die freie Luft. Und verdeckt jede Sicht nach draußen. Gucken wir erst rechts. Diese Frau ist unter einer großen Menge Schutt eingeklemmt.
Darunter auch ein schwerer Balken. Ein Blutanguss an ihrer Schläfe lässt darauf schließen, dass der Rapfer eine Schnutzi getroffen hat. An ihrem ausgestreckten Hand siehst du einen Finger aufblitzen. Den Schutt mit einem Brecheisen weghebeln. Du setzt das Brecheisen gegen einen Teil des Balkens und müsst ihn mit Kraft ihn anzuheben. Nach einigen vergeblichen Bemühungen hebt der Balken sich schließlich langsam Zentimeter für Zentimeter. Mit einem letzten gewaltigen Ruck gibst du den übrigen Schutz von der Frau. Die Zwei ist zwar immer noch bewusstlos, aber nun vom Schutz befreit. Du kannst sie bewegen. Abwenden und dem Mann helfen. Du gehst zu dem anderen Opfer. Ein plötzlicher Feuersprung versenkt dir die Arme. Du lässt dich davon nicht aufhalten, aber die Schmerzen werden immer schlimmer. Hilfe, bitte hilf mir. Ein Mann, der in der tüchtigen Rüstung einer örtlichen Wache auf einer Seite des Hauses gefangen. Das Feuer hat sich über die Dielen ausgebreitet und blockiert ihren Fluchtweg. Versuchen, den Mann durch die Flammen zu erreichen. Du bewegst dich auf ihn zu, aber die Flammen versengen deine Arme. Er versucht auch, sich dir zu nähern, aber das Feuer steigt vor ihm auf und blockiert seinen Pfad. Abwenden und der Frau helfen. Du gehst zu dem anderen Opfer. Flammen steigen auf und züngeln an deinem Körper. Du kannst zwar weitergehen, aber nicht mehr lange. Die Frau hinaustragen. Die Frau ist zierlich, sie zu tragen, erweist sich als einfacher, als sie vom Schutz zu befreien. Du legst sie vorsichtig über die Schulter. Abwenden und dem Mann helfen. Ja, nicht mehr lange. Du hörst einen Schmerzensschrei. Du siehst nur noch einen schwachen Umriss des Mannes, als er zusammen vor den Flammen verschwunden wird. Hinter dir steigen Flammen und Rauch vor dem Ausgang auf, zum Ausgang zurückkehren. Die verrauchte Luft und der brennende Schutz zerren an deinen Kräften, doch du kämpfst dich entschlossen weiter vor. Mit der bewusstlosen Frau fest im Griff machst du dich auf den Weg zum Ausgang. Du springst ein zweites Mal an den instabilen Balken vorbei. Kurz nachdem du in Sicherheit bist, kracht das Holz herab. Der Rauch nimmt dir die Sicht und erschwert das Atmen, aber du stolperst weiter. Endlich gelangst du zur Tür und alles aus dem Feuer in die frische Bergluft. Katie, thank the gods, you saved her. Geht es dir gut? Ich war mir sicher, das Haus würde einstürzen und dich in den Tod reißen. Der Mann wischt sich die Stirn ab und blickt auf das zusammenfallende Haus. Zumindest hast du Katie gerettet. Was den armen Lurgolder angeht, seine Augen weiten sich, als ein Teil des Daches einstürzt. Er blickt kopfschüttelnd weg. Du siehst aus, als könntest du etwas zu trinken vertragen. Bring das zu Heffrig und trink einen auf mich. Er wirft dir ein paar flache, geschnitzte Knochen zu. Ich hätte wahrscheinlich noch nach einem Eimer Wasser fragen müssen. Du musst mit Reningit sprechen. Ich bin nur der Bote. Ah, ist sie hier drin? Ja, Reningits Haus. Tenas Haus, Gräfnest. Da geht's zur Durgans Batterie. Rotwald, Fischerei, Ondra-Tempel. Dann gucken wir mal, was sie zu sagen hat. Ich muss hier auf Kick. Du siehst eine Frau mittleren Alters und einen jüngeren Mann, der miteinander streiten. Beide tragen blutige und schmutzige Kleidung. Der junge Mann wendet sich zu der Frau, um unter seinen Augen ist eine frische Platzwunde zu sehen. They've destroyed the stockade, Mother. It's... Sie haben die Palisade zerstört, Mutter. Es ist... Enough. They're gone. Genug, sie sind verschwunden. Sie hält eine Hand hoch und das letzte Glied des Ringfingers fehlt. Aber es ist ihre Stimme scharf und kalt, die den jungen Mann verstummen lässt. Während er grimmig auf seine Zehen starrt, wendet sie sich dir zu. Sie hat dunkle Ringe unter den Augen und ein steifes Grinsen auf den dünnen Lippen. Ah, die hätte von Trotzbuch. Die Weise war gewiss lang. Well, I'm sure you wagered on a more civilized welcome. Still, we're much obliged for your capable intervention. Wir haben langsam ein. Du hast vermutlich mit einer freundlicheren Begrüßung gerechnet, aber wir sind dir für deine fähige Hilfe dankbar. Sie wirft dem jungen Mann einen kurzen, aber strengen Blick zu. Er zieht ein Messer aus seinem Gürtel, nimmt einen Apfel aus einer Tasche und macht sich ans Werk. Es gibt etwas zu tun, deswegen bin ich hier. Es ist eine Ehre, hergerufen zu werden. So ein idyllisches Örtchen. Ich verstehe nicht, warum ihr nicht mehr Besucher habt. Das klingt nach Sarkasmus. Nicht der Rede wert, ich bin hier, um zu helfen. Man hat mir gesagt, dass es mit Durgans Batterie zu tun hat. Es ist mir eine Ehre, hergerufen zu werden. Nett, dass du das sagst, aber ich hoffe, dass deine Stärke eher der Umgang mit Waffen als mit Worten ist. Sie faltet die Karte schnell und gnadenlos zusammen. Stalwart isn't much more than a grease stain on a map. What roads we've got in the White March are basically tracks in the snow. And for every trader or adventurer that comes through, we have our own leave for good. Stalwart ist kaum mehr als ein Fettfleck auf der Karte. Die wenigen Straßen, die wir in der Weißmark haben, sind kaum mehr als Spuren im Schnee. Und für jeden Händler oder Abenteurer, der sich hierher verirrt, gehen drei unserer eigenen Leute für immer fort. But it weren't always so. There was a time when kings and queens sent their firstborn to these mountains, when the White March was the envy of empires.
Aber das war nicht immer so. Es gab Zeiten, in denen Könige und Königinnen ihre Erstgeborenen in die Berge schickten. Zeiten, in denen die Weißmark der Neid ganzer Reiche war. Ihre Augen leuchten und am Augenblick lang sieht sie viel jünger aus. Ein ziemlich tiefer Fall. Was hat das mit mir zu tun? Das ist alles Vergangenheit. Was für eine Zeit das für die Weißmark gewesen sein muss. The Parvin Dwarves transformed the White March once. We could bring some of that greatness back to Stalwart. But we need the White Forge. Die Parkon-Zwerge haben die Weißmark ganz verwandelt. Wir könnten diesen ganz zumindest teilweise zurück nach Stalwart holen. Aber dazu brauchen wir die weiße Esse. Sie hebt die Karte und tippt auf einen Punkt in der Mitte der großen grau-weißen Fläche. Ich habe ein Schwert in der weißen Esse geschmiedet. Then you'll want to keep a tight grip on it. No one's laid a hammer on the White Forge for over 200 years. Da solltest du gut drauf aufpassen. Seit über 200 Jahren hat niemand mehr einen Hammer auf die weiße Esse gelegt. Sie klettert die zerknitterte Karte. I'm hoping you can do something about that. Ich hoffe, dass du etwas dagegen unternehmen kannst. Sie ignoriert den jungen Mann, der kopfschüttelnd auf die knisternden Holzscheite blickt. Wie das? Ich an einer Esse arbeiten, das habe ich noch nie getan. Und warum sollte ich das tun? Nehmen wir mal die zwei. I'm not asking you to work the White Forge. I want you to find it. Du sollst nicht an der weißen Esse arbeiten, du sollst sie finden. We've been trying to breach Durgan's battery for over a year now. Problem is, the other expeditions can't so much as dent the front door. Wir versuchen seit über einem Jahr in Durgans Batterie zu gelangen. Nur gelingt es den anderen Expeditionen nicht einmal einen Kratzer an die Tür zu machen. Sie reibt sich die Augen. Erzähl mir von diesen anderen Expeditionen. A dozen different groups have come through at our request, and several more besides. Been hoping that one of them could clear the way through Durgan's battery. Ein Dutzend verschiedene Gruppen sind auf unser Bitten gekommen und einige andere aus eigenem Antrieb. Wir hatten gehofft, dass es einer von ihnen gelingt, Durgans Batterie zugänglich zu machen. But young or old, green or seasoned, it don't seem to matter. They cast their spells, chisel at the door, and search the grounds until they've worn new treads into the old stone. Doch jung oder alt, Frischling oder alter Hass, offenbar ist es gleichgültig. Sie wirkten ihre Zauberhemmung gegen die Tür und suchen das Gelände ab, bis sie neue Wege in den alten Stein getrampelt haben. The lucky ones eventually go home. Plenty more find themselves on the wrong side of a blizzard, or an ogre raiding party. Wer Glück hat, kommt irgendwann wieder nach Hause, aber die meisten werden von einem Schneesturm überrascht oder von Ogern. Woher kommt dieses plötzliche Interesse an der weißen Esse? We're in a mining town. Or we were until the Adirans pulled out and left us with a half-dug mineshaft and something resembling an inn. Wir sind eine alte Bergbaustadt, oder wir waren es, bis die Edira fort sind und uns mit einem halb gegrabenen Minenschacht und so etwas ähnlichem wie einer Taverne zurückgelassen haben. Sie klopft mit der Faust gegen die robuste Holzwand. Since then, it's been a steady decline. You've seen the roads. Is it much we can produce that the Valians can't ship cheaper? Seitdem geht es stetig bergab. Du hast die Straßen ja gesehen. Wir können kaum etwas herstellen, dass die Valianer nicht billiger liefern können. The White Forge. Well, if we could fire it up again and start producing Durgan steel or something close to it, wouldn't matter if we're in the White March or the Living Lands. Business come. Aber die weiße Esse, tja, wenn wir sie wieder in Gang bringen und Durgan-Stahl herstellen können oder etwas ähnliches, dann wäre es egal, ob wir in der Weißmark leben oder im Land der Lebenden. Der Handel würde kommen. Sie versteckt die Arme und nickt ihr steif zu. Der junge Mann sagt nichts, wirft aber ein Stück der Apfelschale in die Feuerstelle. Und deswegen brauchst du meine That's Hilfe. Short of it. We're laborers and fisherfolk, not adventurers. Reden gilt nicht, das ist die Quintessenz. Wir sind Arbeiter und Fischer, keine Abenteurer. But Durgan Steel could put Stalwart on the map again. Open up the mines, bring in new business. We just need the White Forge. Aber Durgan-Stahl könnte Stalwart wieder Bedeutung verleihen. Die Minen öffnen neuen Handel anlocken. Wir brauchen nur die weiße Esse. Sie schickt mit der Faust auf den Schreibtisch. Ja, die Fragen gehen wir nachher, also beim nächsten Mal durch, hoffentlich. Ich stimme jetzt einfach mal zu. In Ordnung, hast du einen Vorschlag, wo ich anfangen soll? Batteries up the mountain to the north. A good hike away. Die Batterie liegt im Norden auf dem Berg, einen guten Fußmarsch entfernt. Sie nickt mit dem Kopf in Richtung der Steigung hinter dem Haus. Near Galvino's place, huh? In der Nähe von Galvino, ja. Ulrich sagt mit einem lockeren Ton, aber Renningen verstummt plötzlich und runzelt konsterniert die Stirn. Er grinst und zieht sein Messer wieder über den Arm. So it is. Lore was going to suggest dealing with that ogre camp before anything. So ist es. Obwohl ich vorschlagen wollte, dass du dich zuerst um das Ogerlager kümmerst. Sie presst ihre dünnen Lippen eng zusammen. Wer ist Galvino? Mess Galvino, as the old crosshatch prefers it. Lives by himself and keeps the wilder and beasts at bay through sheer foulness of his temper. Sie verdreht die Augen. Mestre Galvino ist der alte Kratzbürste-Lieber. Er lebt allein und hält die Wind und bisschen allein durch seine Übellauigkeit fern. She means to say he's a skilled smith and animancer, who's lived in the shadow of Durgan's battery for over a decade. Sie will sagen, dass er ein fähiger Schmied und Beseeler ist, der seit über einem Jahrzehnt im Schatten von Durgans Batterie lebt. Er blickt über seine Schulter zu dir und Training gilt. Ich würde sagen, das ist erwähnenswert. Er gar nicht verschränkt die Arme. And he pushes bread on both sides and fits his left shoe before his right, but that's neither here nor there. Und er buttert sein Brot auf beiden Seiten und zieht seinen linken Schuh vor seinem rechten an, aber das tut alles nicht zur Sache. Sie verschränkt die Arme und zerknüllt die Seite in der Faust. Du wirst plötzlich also aufgebracht. Bist du irgendwie wütend auf ihn? Me and the rest of the town. He knows better than to linger at our gates. Sieh nach kurz, nicht nur ich, die ganze Stadt. Er weiß, dass er lieber nicht vor unsere Toren herumlungern sollte. Was ist mit ihm passiert? The lunatic finally went too far. And we sent word to the Valian Academies. Sie mussten sich schon sagen, wie es war eine schlechte Entscheidung seinerseits, die ihn sein Ansehen bei den Valianischen Akademien gekostet hat. I don't like speaking on it, but if you want to get his guff, just remind him we gave him the boot. Ich spreche nicht gern darüber, aber wenn du ihn ärgern willst, erinnere ihn da einfach daran, dass wir ihn rausgeworfen haben. Ain't nobody here fond of the man, but he's a clever hand and a quick study. It's a fool who thinks he stayed so close to the battery without figuring something about it. Keiner hier mag den Kerl, aber er hat geschickte Hände und lernt schnell. Nur ein Narr würde glauben, dass er so nah an der Batterie hausen könnte, ohne etwas über sie herauszufinden. You said as much to the last party, and we haven't seen hide nor hair of them since. Maybe they didn't run afoul of Barragan's ogres after all. Das hast du auch schon zur letzten Gruppe gesagt, und die haben wir seitdem nicht gesehen. Vielleicht wurden sie doch nicht von Barragan's Ogre überrumpelt. Sieh deine graue Augenbraue. Ulrich zuckt mit den Schultern und wendet sich wieder dem Feuer zu. Just watch your step. Galvino's place is a ways east of the battery, and folk who pass it bring unsettling tales. Sie schüttelt den Kopf, aber sei vorsichtig, wenn du losziehst. Galvino Haus etwas östlich der Batterie. Ich traue dem Kerl zu, seinen Rasen mit Feinden zu übersehen, aus purer Gehässigkeit. Erzähl mir etwas über das Belongs to flames that whisper. Matron Barragan's clan. Hunters tell me they've been active of late. Gehört zu Flammen, die flüstern. Matronen in Berigens Clan. Die Jäger sagen, der Clan sei in letzter Zeit recht aktiv. Hunting elk and otherwise minding their own damn business. Elche jagen und sich ansonsten um ihren eigenen Kram kümmern. Er wirft sie einen Apfelschnitz in den Mund und zerkaut ihn kraftvoll. Minding their own business. Never mind the latest expedition's disappearance or the broken stockade. Um ihren eigenen Kram kümmern, abgesehen von Verschwinden der letzten Expedition oder der zerstörten Palisade. Sie reibt sich die Nasenwurzel und kneift die Augen zusammen. I'm saying we shouldn't agitate them further. Ich sage, wir sollten sie noch nicht wütender machen. Er will noch ein Stück Schal ins Feuer werfen. Wisst ihr was?
Ich überziehe jetzt schon so lange. Ich klicke mich hier einfach mal durch. Good. So. Klicke mich hier jetzt durch. Renningilds Haus wurde automatisch gespeichert, als wir das betreten haben. Deswegen verlasse ich das jetzt. Ich überziehe jetzt so arg schon, dass wir den ganzen Käse mit ihr nochmal neu machen, wenn wir die nächste Aufnahmesession starten. Deswegen gibt es jetzt hier einen Cut. Also, bis gleich.